Hallo ihr Lieben, schöne Grüße aus Hollywood und ich wollte doch nochmal eine Folge machen für euch, denn das ist erstmal das letzte Mal, dass wir jetzt hier in diesem Zimmer sind, in diesem Hotel mit dieser Aussicht, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt, aber dann in der Story hier hinten dran seht oder sowieso bei Instagram gesehen habt. Aber wir ziehen morgen um 12 Uhr ins Hollywood Roosevelt und wieder ein Thema, das wir dann behandeln werden, weil wir ja über Hotels ganz oft reden, etc. pp. Aber ich dachte mir, hier aus diesem Zimmer gibt es nochmal eine etwas wachere und ganz lieb gemeinte Nachricht an euch und eine Rekapitulierung der letzten 48 Stunden, so ungefähr. Ne? Also der erste Tag war immer noch ziemlich bräsig, ganz wenig geschlafen und auch ganz schlecht und so. Das Highlight des Tages war natürlich In-N-Out. Ihr wisst alle, wir haben 3 Jahre wieder drauf gewartet. Und es war wunderbar. Nochmal zurück zu diesem Hotel, bevor wir da bestimmt in irgendeiner Folge nochmal in-depth drüber reden. Es stimmt wirklich, dass es aufs gute und erholsame Schlafen ausgelegt ist, denn man hört hier gar nichts. Es ist total ruhig. Bett ist super comfy. Die für uns unheimlich wichtige und heißgeliebte Klimaanlage, die ist leise, sehr leise und sie ist sehr schön, nicht zu kalt, nicht zu doof und ja, deshalb Hotel gut, bisschen ohne, bisschen wenig Edge, also ein bisschen Otto Normal, Familienvater mäßig und ja, aber der erste Tag war auch um 15 Uhr schon wieder vorbei, denn wir haben das alles so zeitversetzt, dass wir von 15 bis 21 Uhr und uns ein hinter die Binde gießen, das ganze aufgenommene Material nochmal sichern, ein bisschen Fernsehen gucken, klarkommen, uns unterhalten, Pläne für den nächsten Tag machen, all diese schönen Sachen. Und so kommen wir dann langsam ins Leben zurück. Ja. Wir waren noch ein bisschen am Pool. Gestern werdet ihr auch sehen, ziemlich kleiner Pool, aber schön und vor allem die Haut mal so ein bisschen wecken, denn die Sonne knallt natürlich ganz ordentlich. So, und dann sind wir uns nicht einig geworden über die, von Alkohol hier zeigen, ja, ne? Ich mache ja die Werbung eh nicht an. Ja, auf jeden Fall Plastikflaschen. Wir sind uns nicht einig geworden, Enrique musste dann Jim Beam haben, ich musste die Flasche Grey Goose haben und erst nachher denken wir immer darüber nach, oh, ihr müsst die ja in den Tagen, in denen ihr hier seid, wegschaffen. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir alles hin und das wird ganz toll. Vielleicht mal unsere Mixturen, die wir hier so machen, die kriege ich euch nochmal gezeigt. Dann, ah ja, wir haben ein neues Deck Karten gekauft. Klassisch 32er deutsches Skat-Deck quasi. Denn Rico und ich hatten was ganz Besonderes vor. Was ihr da hört, ist die Badewanne. Rico liegt wieder in der Badewanne. Wir haben vor 5 Jahren eine Liste gehabt, die hieß bei uns die ewige Liste. Und die ewige Liste sollte, solange es uns gibt, weitergehen mit, haltet euch fest, Mau Mau. Ja, das Erwachsenenspiel schlechthin mit. Also wir spielen dann, keine Ahnung, 20 Partien Mau Mau irgendwo immer, wo wir gerade sind, im Flieger oder im Café, wo, egal, scheißegal, oder abends, wenn wir noch im Bett liegen. Und all diese Minuspunkte, wer weiß, wie Mau Mau gespielt wird, der weiß, dass am Ende hat einer, der Depp, noch 10.000 Karten auf der Hand und die Punkte werden zusammengerechnet und das sind natürlich Minuspunkte. Und diese ewige Liste, die gab es eine ganze Weile, bei der ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorne lag. Und die ist dann verschwunden unter ominösen Umständen. Und einer in der Familie kann nicht verlieren. Und ja, und wir haben uns jetzt dazu entschieden, wieder mit einer neuen ewigen Liste anzufangen auf dieser Reise. Und deshalb haben wir uns ein neues Bicycle Jumbo Card Deck geholt. Ganz tolle Karten, ich mag die, ich liebe die sehr. Ich habe die mal, weil ich Kartentricks lernen wollte, habe ich ein paar davon gekauft. Und vielleicht, wenn meine Kartentricks noch besser werden, führe ich sie hier vor und dann mache ich einen Kartentrick im Magic Journal. Nein, das wird nicht passieren. Aber Jack in the Box, ja, denn ihr wisst ja
Also In-N-Out, Jack in the Box, Wendy's. Die drei Burger wurden jetzt getestet. Ihr wisst, dass ich Kurzreviews machen wollte. 30-sekündige, ziemlich schnelle Punch, 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 weil ich ja bei der Tierlist, beim Ranking doch viele nicht kannte oder mich nicht mehr so gut erinnern konnte. Das hole ich mir jetzt alles in die Birne, indem wir dreimal am Tag irgendwo einen Burger essen. Ja. Das haben wir schon gemacht. Also die Tests laufen. Dann, wer erinnert sich, die beiden, ne, die den Countdown geguckt haben, die wissen, dass es diese Tradition gibt mit den besonderen Platten. Oh. Während der Reise. Und diese Reise waren es ja zwei. Es war ist die Silverstone Pickups. Physical Thrills, die gerade rausgekommen ist. Und am 9. kommt das neue The Midnight Album raus. Oder am 7. oder 8. Auf jeden Fall sind wir dann noch hier nächsten Monat. Und dann wird die geholt. Und das ist immer eine sehr große Freude. Und in Palm Springs, wenn wir denn da sind, gibt es einen Plattenspieler auf dem Zimmer. Und da freue ich mich schon, diese Platte hören zu können. Boah, was bekommt ihr denn hier alles zu hören schon am zweiten Tag? Ach ja, dann noch was. Wer kennt's nicht, das schlimmste Design aller Zeiten, aber Lacroix war vor, ich sag mal so 2014, 2015, 2016, ist, glaube ich, der Erfinder von diesem Wasser hier stink-Multimilliardär geworden, weil das Ingetränk schlechthin war. Es ist einfach nur Wasser, also carbohydrated, also hier Sprudel sagt man, Sprudelwasser mit einer Geschmacksrichtung, mit einer Nuance. Also hier ist jetzt Tangerine, also Mandarine, dann gibt es natürlich Orange, Zitrone, Limette, Kirsche, keine Ahnung. Also ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Und das ist dann aber, naja, natürlich irgendwie da reingebumst. Deshalb null Kalorien, natürlich kein Sodium, es ist einfach nur Wasser mit einem bisschen Geschmack. So, und erst 2017, 2018 hat es in Deutschland angefangen, dass jeder dieses Wasser mit Geschmack, ohne jegliche Kalorien, ohne Süßungsmittel, einfach nur mit, auch überhaupt nicht süß, es schmeckt weiter nach Wasser, mit einem kleinen Spritzer Zitrone oder Orange oder dies und das. Und wir liebten das so sehr damals, dass wir jetzt immer am ersten Tag hingehen und den kompletten Wagen voll machen. Ich habe 360 Euro am ersten Tag, 364 Euro ausgegeben am ersten Tag, nur mit Lacroix, 70, 80 Bud Light Dosen. Naja, gut, es waren auch noch so Riesenpakete, 400 Stück Ibuprofen und ganz viele andere Sachen. Aber keine Ahnung, aber all die Sachen, die wir so am Anfang alle einkaufen, weil wir denken, die ganze Reise über hauen wir das weg. Keine Sorge, die 400 Ibuprofen, die werden nicht auf der Reise weggehauen. Aber ansonsten, ja. Jetzt kennt ihr auch Lacroix. Leute, was für ein Hammer. Sehr schön. Ich würde mal sagen, dass ich jetzt alles vorbereite für unseren Wechsel in das nächste Hotel. Und dann sehen wir uns wieder, ja? So machen wir das. Und ich muss die Karten für die 40 Pre-Flight-Package-Besitzer, diese Karten, die hole ich morgen. Und natürlich auf dem Hollywood Boulevard so richtig schöne Souvenirkarten. Ja, gut. Howdy. Ach so, nee, eine Sache wollte ich noch erzählen. Erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Bis die Tage. He's coming with the spreads and the shirts.